Nach der Derby-Niederlage in Norderstedt möchte Altona 93 das erste Erfolgserlebnis der neuen Regionalliga-Saison verzeichnen. Im Heimspiel ist der VfB Lübeck zu Gast. Lübeck erwischte einen etwas besseren Start und gewann das erste Spiel mit 3:1 gegen Jeddelo. Doch in diese Partie kommt Altona 93 sehr gut, ist direkt präsent durch Furkan Aydin, der diese Chance allerdings nicht nutzt. Aber auch Lübeck kommt recht schnell zu guten Gelegenheiten. 20. Minute, katastrophaler Fehlpass von Buja Saidija und dann ist es Dellis Aminzadeh, der kurz vor Patrick Hobsch klärt. Starke Aktion vom amerikanischen Innenverteidiger. Es bleibt also 0:0, genauso wie nach diesem guten Versuch von Luis Hacker, der allerdings das Ziel knapp verpasst. Und kurz vor der Pause dann gibt es nochmal Aufregung bei den AFC-Anhängern. Leon Munteng kommt zu Fall im Zweikampf mit Weißmann. Schiedsrichter Janik Rath lässt weiterspielen. Wir springen in Halbzeit 2. Auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn kommt Lübeck viel über lange Bälle. 56. Minute, Christian Rohwede geht nicht zum Ball und Patrick Hobsch nutzt das eiskalt aus. Zweites Saisontor für den 24-jährigen Stürmer. 1:0 für die Gäste. Altona muss jetzt natürlich reagieren und diese Reaktion fällt äußerst kurios aus. Schulz verspringt der Ball genau an die Hand von Dongsu Kim. Und Janik Rath pfeift Handelfmeter. Marco Schulz also gegen Benjamin Gommert. Der Sieger bleibt Schulz. Eine Stunde ist gespielt und der Kapitän bleibt eiskalt vom Punkt. Zwischen Altona und dem VfB Lübeck steht es also wieder unentschieden. In der Schlussphase der Partie drückt Lübeck die Gaske allerdings tief in die eigene Hälfte und auf den Führungstreffer. 88. Minute. Dongsu Kim markiert den späten Lucky Punch. Den Elfmeter hatte der Südkoreaner noch unglücklich verschuldet. Und jetzt macht der Innenverteidiger das Siegtor. Die Lübeck-Fans bekommen sich gar nicht mehr ein. Und kurz danach ist dann auch Schluss. Altona verliert also auch das zweite Saisonspiel, wenn auch etwas unglücklich. Und Lübeck findet sich auf Platz 2 der Regionalliga Nordliga. War ein ganz schön heißer Tanz, sag ich mal. Gewinn dann am Ende auch ganz schön glücklich, muss ich sagen. Aber das ist Fußball, ne? Altona hat super gemacht. Er hat uns früh unter Druck gesetzt. Wir konnten unseren Plan von Anfang an überhaupt nicht durchziehen. Mussten dann relativ früh umstellen auf lange Bälle, was uns eigentlich nicht so liegt. Ja, dann kommen wir zum 1:0. Das war irgendwie, ist der Ball durchgerutscht und dann klingelt es halt mal. Der Elfmeter gegen uns war, ja, weiß nicht, ob eine geben muss, ne? Aber gut. Und dann das 2:1 war einfach nur Glück nach einer Ecke, ne? Also das Ding kann auch unentschieden ausgehen. Im schlimmsten Fall verlieren wir sogar. Okay, was gut. Ja, also glücklicher Sieg, aber die 3 Punkte sind enorm wichtig für uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.